So. Weiter geht's. So, jetzt wollen wir erstmal mit Needle sprechen. Der müsste doch eigentlich hier sein. Ich geb's zu. Zuerst hat mich deine Selbstsucht beleidigt. Aber weißt du, gut, dass ich zugesehen habe. Bei jedem Volltreffer habe ich mir den Pfeil in den Finger gepiekst. Einfach, um dabei zu sein. What? Du hast mitgezählt? Was ist mit dir los? Du warst doch beschäftigt. Du warst deinen Partner nicht gefunden. Er ist tot. Überrascht mich nicht. Er wurde schon übermütig, als wir das letzte Banditenlager niedermähten. Ich dachte, er und ich wären uns einig. Genieße das Töten nur so sehr wie die Herausforderung. Kein großer Verlust. Ich werde mit allem in der Wildnis fertig. Nur ich und die Stimme der Wut hier. Dein Bogen hat einen Namen? Deiner nicht. Wir sind hier fertig. Hier? Leider ja. Aber wir leben in einer Welt der Ruinen. Die locken Banditen an, die Wunden und Infektionen. Du lässt es nicht zur Infektion kommen, oder? Wir sehen uns sicher wieder. Vielleicht, wenn's unumgänglich ist. Falls wir uns verpassen, sehen wir es an unserem Werk. Ja. Ja. Ich will jetzt nicht sagen, das war super, aber es hat ordentlich EP gegeben. Das muss ich einfach gestehen. Und wir haben Stufe 12 erreicht. Hier habe ich jetzt ein oder zwei Fisch? Ein. Okay. Da bin ich zu blöd, das Schwein zu treffen, oder was? Ja, jetzt habe ich es getroffen. Nur schade, dass man Pfeile nicht recyceln kann. Lecker, saftiges Fleisch. So muss das sein. Was zum... Oh. Komm schon. Mikrofon, was ist los? Ah, bei dieser ganzen neuen Hardware, die ich mir holte, soll ich mir vielleicht mal ein neues Mikro oder neues Mischpult zulegen. Naja, ich habe ja eben gefragt, was... Ich habe ja beim letzten Mal gefragt, was ich mir als nächstes zulegen soll. Nachdem ich ja jetzt PlayStation 4 besitze und OLED und was weiß ich. Und mein Rechner durchaus zufriedenstellend ist, wie man sieht. Ich kann diese Maschine noch nicht überbrücken. Ich muss herausfinden, wie das geht. Sind sowieso alle im Arsch, also bitte. Zack, bumm, weg. So. Super. Wow. Dieser blöde Wächter. Die haben mich jetzt alle unvorbereitet überrascht. Und ich weiß nicht warum. So, nehme ich erstmal ein paar Tränke in der Hoffnung, dass ich vielleicht mal welche finden sollte. Da muss ich die nicht rumliegen lassen. Und kann ein bisschen... Ressourcen sparen. Nö, sieht eigentlich ganz gut aus. Was haben wir denn hier? Eine Suche vor den Toren. Rede mit Marilla in Mutterkrone und Rache einer Tochter begibt dich nach Mutterkrone. Ich weiß zwar nicht warum, aber komm, machen wir das doch mal. Wenn wir schon mal hier sind, können wir das auch schon mal machen. Dann werde ich mal mit den Leuten hier sprechen. Wildschwein, 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 Wildschwein.
Sind das etwa Kräuter? Ich bin ja durch den Wald gelaufen und wollte Kräuter sammeln. Das wird die Spuren erstmal verwischen. Auch meine. Aber unterwegs sind mir ein paar Wildschweine über den Weg gelaufen, dann bin ich schwach geworden. Hast mich nicht getroffen, hast mich nicht getroffen. La 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 la. Super. So, da hat mich dieser Lümmel nicht getroffen. Ich weiß aber nicht warum. Ich hätte es verdient gehabt, einen Huf ins Gesicht zu kriegen, aber Aloy nicht. Das ist noch eine ganz liebe. Mutterkrone. Das muss Mutterkrone sein. Solai müsste hier irgendwo sein. So, wollen wir mal gucken. Was ist passiert, Jägerin? Geht es dir gut? Oh, ich bin dankbar für die Wunde. Das war eine gute Lektion für mich. Und du solltest auch draus lernen. Und zwar? Ich jagte einem Graser hinterher, so fixiert auf die Beute, dass ich nicht auf den Weg achtete, bis ich dann genau vor einer Brutstätte stand. Eine Brutstätte? Was ist das? Ah, die müssen wir auch noch machen. Du stammst aus dem Becken. Da gibt es so etwas nämlich nicht. Eine Brutstätte ist sowas wie eine Art Tür. Niemand weiß, was dahinter ist. Es heißt, da werden Maschinen gemacht. Oder dass es Höhlen des Bösen sind, wo die Geister der Metallteufel hausen. Kommt wohl aufs Gleiche raus. Wie auch immer. Sie sind verboten. Wo ist diese Brutstätte? Das solltest du nicht wissen. Dann beschreib den Ort, den ich meiden soll. Ein kluges Köpfchen. Nur nicht klug genug, um auf Warnungen zu hören. Schön. Wie du willst. Ich hab's versucht. Es ist im Norden, hinter den Rotdornen, in der Wand eines Berges. Das sind die, glaube ich, alle. Aber ne? Denk dran. Ich habe dich gewarnt. Na gut. Hier ist sie. Genau, da müssen Kater sie ist eine sein. Sucherin. Komm her, Mädchen. Lass dich mal an. Du bist die Sucherin, die ausgestoßen war. Meine Jagdgesellschaft. Sie ist. Du hast die Mörder bekämpft, nicht wahr? Die von dem Angriff bei der Erprobung. Du hast viele Leben gerettet. Ich wünschte, ich hätte alle gerettet. Hast du... Wie weit bist du den Mördern gefolgt? Nicht weit genug. Worauf willst du hinaus? Fürchtest du, deine Jagdgesellschaft wurde getötet? Es gibt Schlimmeres, als getötet zu werden. Sag mir, was du willst. Sprich offen. Finde meine Freunde. Wir wollten die korrupten Maschinen unbedingt bekämpfen. Und merkten nicht, dass wir am Rand der Ruinen waren. Du bist eine Sucherin. Du bist befugt, Teufelsdurst zu betreten. Aber bitte, hab Mitleid mit uns. Verrate nicht, dass wir dort waren. Da musst du dir wirklich keine Sorgen machen, glaub mir. Mal sehen, ob ich deinen Freunden helfen kann. Tja, bei dem, was wir alles schon an Ärger gemacht bekommen haben. Die mit dem Sucherzeichen. Die Wachen sahen dich kommen. Bist du Maria? Baal sagt, du kennst den Weg nach Meridian. Stimmt, Kaja-Hauptstadt? Westen ist die Richtung, aber ihre Soldaten werden dich lange vorher aufhalten. Wir werden sehen. Nein, ich meine damit, es gibt ein Kaja-Fort, das den Weg von Ost nach West bewacht. Es heißt, die Kaja haben das Tor verriegelt aus Angst vor den verdorbenen Maschinen im Heiligen Land. Wenn ich diese Maschinen vernichte, öffnen sie das Tor wieder? Möglich. Vermutlich. Aber dir wird niemand helfen können. Ich brauche keine Hilfe. Ihr redet von Hilfe. Du säuberst das Tal. Ohne Hilfe? Ich bin gut am Bogen. Das hoffe ich. Um deinetwillen. Wirklich. Ich muss jetzt los. Gut. Pass gut auf dich auf, Aloy. Ich hoffe, du findest, was du suchst. Super. Viele sind tot. Und wir wissen immer noch nicht, wer die so, mit wem muss ich denn hier nochmal sprechen? Hier gibt's ganz viele. Ja, wir müssen einiges machen. Ich kenn's doch, wie es ist. Auf der einen Seite will ich eigentlich... Jägerin, Mutterkrone könnte deinen Bogen gebrauchen. Nur die Hauptstory ich? Durchpetzen, aber bist doch eine naja. Kriegerin, oder? Wir brauchen Eberhäute. Unser Näher flickt sich an Mänteln und Rüstung die Finger wund. Im Osten gibt es viele Eber, hinter den Wasserfällen. Da treibt sich eine Maschine herum. Als ich sie sah, ließ ich die Beute fallen, lief in Deckung, spannte den Bogen, aber dann... Es ist keine Schande, überlebt zu haben.
Nein, es... Mein Ring hatte sich gelöst. Mein Glücksbringer in der Wildnis gehörte meiner Muttersmutter, vor langer Zeit einer Maschine aus dem Rachen entrissen. So sehr vertraust du auf einen Ring? Nach allem, was passiert ist, brauche ich Glück ebenso sehr wie der Stamm diese heute. Ja, das... Mal sehen, was mal ich gucken. Finde. Kannst du helfen? Wäre ich dir dankbar. Ich bin am Lagerfeuer, wenn du zurückkommst. Ja. Mal gucken, ne? Oh, du bist's. Die ausgestoßene Sucherin. Du sollst ganz gut mit Bogen und Speer sein. Es heißt sogar, du wärst die Beste. Das klingt irgendwie nach einer Herausforderung. Und ich habe kein Interesse. Ich habe wichtigere Dinge zu tun. Oh, verstehe. Die Sucherin hat keine Zeit für uns unbedeutende Nora. Die Jagd auf Maschinen und Plünderer geht vor. Tja, ich bin weder der Verderbnis begegnet, noch habe ich mit Dämonen getanzt. Aber ich habe im Taltreffjagdgebiet schon ein paar Sonnen gewonnen. Du auch? Oder hat dich die Suche noch nicht so weit geführt? Provozierst du jeden, mit dem du redest? Nur Sucher mit roten Haaren und legendärem Ruf. Und wie oft kommen solche vorbei? Du bist für heute die Erste. Falls dich deine Suche ins Jagdgebiet führt, versuch doch, eine Glutsonne zu gewinnen. Wenn es dir gelingt, hast du mich geschlagen. So gut wie erledigt. Ja, ist zwar ein kleiner Arsch, aber gesunder Herausforderergeist. So, wollen wir mal gucken. Was haben wir denn hier? Generell Quests. Die Rache einer Tochter, rede mit Solai. Die ist doch hier. Hallo. Bist du Solai? Jan sagte, deine Nichte wäre hier gewesen. Nakoa. Dazu habe ich nichts zu sagen. Bitte, ich möchte nur helfen. Ich bin Sucherin und will nach Norden. Jan bat mich, sie zu suchen. Was du mir sagst, bleibt unter uns. Ich gab ihr Proviant für die Reise nach Norden. Sie wollte zum Tagturm auf der Suche nach Said. Ich konnte sie nicht aufhalten. Ich suche Nakoa, wenn ich zum Tagturm komme. Ich weiß nicht, ob du ihn erreichst. Es heißt, sie haben die Tore geschlossen wegen dieser Korruption unter den Maschinen. Maria weiß vielleicht mehr, aber sag nicht, weshalb du fragst. Werde ich nicht. Versprochen. Alles klar. Ich glaube, bei denen läuft was. Und das ist hier, glaube ich, nicht so gern gesehen. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. So, wollen wir mal gucken, was haben wir denn hier? Ist aber nur eine Vermutung. Der Nora suchen vor den Toren. Ja. Gucken wir mal, wo ist denn jetzt hier? Und hier ist verdorbene Zone. Weißt du was? Das kann ich eigentlich in einem Rutsch machen. Wie? Ich habe keine Drähte. Gibt's hier wenigstens einen Händler? Ja, hier gibt's einen Händler. Okay. Hallo Händler. Finde ich, Fußstapfen sind ein bisschen übertrieben. Ich hoffe, du kaufst etwas. Läuft gerade nicht. Das kriegen wir schon hin. Gefällt dir was da? Ja, dann hau raus. Rohstoffe 1, ja. Was kann ich denn noch verkaufen? So, das sollte ausreichen. Wächterglas. Ich verkaufe von dem ganzen Kram mal die Hälfte. Ja, von denen. Die Lur kann ich eigentlich komplett verkaufen. Also zumindest einen Stapel. Ja. Gefällt dir was? So, jetzt hole ich mir aber noch ein paar Rohstoffe. Davon mal zwei Stück. Ja, ich habe ja noch genug im Inventar. So, das sollte ausreichen. Tja, ich muss... Danke. Super.
So, jetzt will ich mal was gucken, ob ich die Outfits modifizieren kann. Habe ich irgendwas, was ich machen kann? Nein, Verderbnisschutz etc. Nein, ich bin eigentlich mit dem Tarnen zufrieden. Schaden, plus 9 Schaden. Handhabung ist eigentlich auch nicht schlecht, ne? Dann mache ich hier mal einen Mix draus. Den kann ich eigentlich ein bisschen mit Feuer versehen. Das sieht ganz gut aus. Und wir wissen immer noch nicht, wer die Mörder geschickt hat und woher sie kamen. Gut. Na gut, ich habe jetzt meinen ganzen Draht verballert, aber dafür ist mein Munitionsköcher voll. Das ist schon nochmal nicht schlecht. Nee, ich Sie bin im Überlegen. Keine Ausgestoßene mehr. Ja, bin jetzt Sucherin. Bin jetzt das, was du gern sein willst. Haha. Das mit den Lagerfeuern gefällt mir sehr. Das passt gut ins Ambiente. So, die Frage ist jetzt, wo ist das Gebiet, was ich befreien muss? Das ist da hinten. Ich glaube, ich habe da schon eins gesehen, ganz tief im Hintergrund. Da war noch eine Panzerkrabbe. Wird interessant. Komme ich denn am besten darüber? Ja, mit der Panzerkrabbe will ich mich eigentlich noch nicht anlegen. Die Frage ist, sind die schon verdorben? Nee, noch nicht. Das Areal ist nur hier. Es dürfte gar nicht so viele sein, meine ich. Sehr nahrhaft. Lecker. Rotes Licht bedeutet Ärger. Ja, ja. Es waren jetzt nur 3 Maschinen. Das lief ganz gut. Besser als gedacht. Auf der anderen Seite spielen wir halt auch nur auf normal, ne? Also. Dieses Gift scheint das Metall förmlich aufzufressen. Vielleicht treibt das die Maschinen in den Wahnsinn. Vielleicht kann ich das eines Tages lösen. Sammle 4 Eberhäute. Truthahn, hallo! Ganz schön hart, aber das kenne ich ja. Das hinterfrage ich jetzt mal nicht. So, ja, ja, ich würde sagen, wir laufen einfach mal weiter. Ich will nämlich nur mal zu dieser Brutstätte. Unabhängig davon, wie lange es dauert. Die Brutstätte mache ich in dem Part jetzt. Erreiche ich jetzt in dem Part auf jeden Fall. Und ich mache sie vielleicht auch durch. Weil wir doch gut vorankommen. Was war das denn für ein Schuss? Ich hole mir noch Frostbeulen. So.
Haben wir mal schnell abgespeichert hier. Ich muss mal gucken, dass ich ein paar Spulen finde für meinen Scharfschussbogen. Da, wo diese Maschinen hergestellt werden, ist sich eine Wüste zu berufen. Ja, ich weiß, was ich machen muss, um Dinge herzustellen. Wie? Ich hab keinen. Manchmal kackt der Ton ab, ich weiß noch nicht warum. Nee, kannst du vergessen. Mir fehlt es an Reinholz. Das hat mir beim letzten Mal auch gefehlt, bis ich dann mal die Initiative ergriffen habe. Hab mal ordentlich was gekauft beim Händler. Und dann wurde ich es einfach nicht mehr los. Ich weiß so, wie es ist. Ich weiß doch genau, wie es läuft. Fuchs! Yeah, das gab eine Fuchshaut. Das brauche ich später noch. So, wo haben wir denn hier? Habe ich jetzt meinen... Nee. Dachte schon, ich hätte meine eigentliche Beute verloren. Fuchs, schon wieder! Ich muss mal gucken, ob ich das alles wirklich brauche. Ja. Ja, Wildschweinhaut, Metallscherben und Reinholz. Oh, ich brauche so viel Holz aktuell. Hast du nicht genug Holz dabei, hä? Aloy, ich könnte jetzt einen Witz machen mit Holz vor den Hütten und so ein Scheiß, aber... So, jetzt muss ich nur noch einen scheiß Ring finden. Du da! Ich hoffe, du hilfst uns. Wir werden nämlich abgeschlachtet. Der Sonne sei Dank. Es stand Munition drauf, aber Reinholz war drin. Ohne die Munition haben wir kaum eine Chance gegen Wächter und anderes. Ich will dir gerne helfen. Ja. Schön zu hören. Wir brauchen je... Alarm! Langbeingesichtet! Halt mal nicht rum. Kriegen wir hin. Was ist denn das für ein Gockel? An die Waffen! An die Waffen! Ah, Mann! Wo denn her, du Lümmel? Hält sich in Grenzen, der Gockel. Mann, der anscheinend sein scheiß Soundbooster.
Arsch hast mich also nur angeschissen. Ich brauche den Scharfschussbogen. Was zum Geier war hier los, Bro? Alter Schwede. Überprüfe die Geschichte. Was soll ich denn hier für eine Geschichte überprüfen? Meine Güte, ist hier aber viel los. Wo kommen die denn jetzt auf einmal alle her? Ziel anvisiert! Ich will zwar jetzt nichts sagen, aber das war nicht gerade einfach. Meine Güte hier, das ist ja grausam. Überprüfe die Geschichte. Was? Ich muss noch mit jemand anderen sprechen. Ja. Aber dieses Flackern von dem komischen Kopfhörer geht mir auf den Sack. So, dann mache ich das nochmal schnell fertig. Ich will zwar jetzt nicht sagen, lass mich nicht ablenken und so ein Scheiß, aber das hat Spaß gemacht. Das hat echt Spaß gemacht gerade. Und hier gibt es noch Reinholz. Das ist schon mal gut. Ich habe schon Maschinenjäger gesehen, aber keine wie dich, Fremde. Du bist unglaublich. Kein Problem. Was? Die Lidkerne sind weg. Was? Das ist unmöglich. Außer die Reed hat sie geklaut. Als die erste Welle angriff, ist ein Mann geflohen. Die Reed. Ich dachte, er sei feige. Doch er ist auch noch ein Dieb. Er kann nicht weit sein. Stimmt, aber wir können ihn nicht verfolgen. Dann mache ich das für euch. Aber diesmal gegen Bezahlung. Das ist in Ordnung. Bring die Lidkerne zurück und ich zahle. Kriegen wir hin. Heizungssteuer, unbekannter Hersch... Was? Wertvolle Rohstoff entdeckt. Lass mich mal gucken. Muss, ja. Er ist abgehauen. Dieser Lümmel. Dieser kleine, feige Sack. Ich will zwar jetzt nichts sagen, aber... Ich bin mehr als bereit für dich. Lass ich mal in Ruhe brennen. Das ist vielleicht gar nicht mal verkehrt. Du
Ah, das läuft. Das ist wie gutes Gift. Der ist hinüber. Der auch. Plus. Oh, das gab. Wow! Was haben wir denn da gefunden? Abriss und Schaden. Und das eine lilane Spule. Oh, der Bogen, der wird langsam schön. Jetzt muss ich nur gucken, dass ich Handwerksmeister irgendwann lerne, dass ich auch gute Spulen halt auch wieder entfernen kann. Dirit. Hallo, Dirit. Wer bist du? Die Karawane schickt mich. Karawane? Welche? Die sabotierte. Du dachtest, keine Sprengpfeile, keine Überlebenden, keine Zeugen deiner Tat. Hör zu, Fremde, ich hab Schulden. Wenn ich nicht zahle, werden die mir den Kopf abreißen. Fuck. Ihn irgendwie. Umgehauen! Also der Schaden ist schon ordentlich. Die Frage ist jetzt nur. Ja. Karawane. Leben Sie? Ja. Ich kam rechtzeitig. Danke. Wenn ich jetzt die Sonne umarme, verbrenne sie meine Sünden. Zu schade. Immerhin hat er noch Reue gezeigt. Jägerpfeil. Ich habe kein Reinholz mehr, das ist schon echt übel. Aber hier muss noch was liegen. Ich will auf jeden Fall... den Pirscher nochmal abgrasen. Ja, bringe ich jetzt zurück, komm. Und dann machen wir uns auf. Ich werde es heute im Part wahrscheinlich doch nicht schaffen. Ich werde auf jeden Fall zum Eingang gehen. Das werde ich heute noch machen. Unabhängig, wie lange es dauert. Aber ich werde es wahrscheinlich nicht... die Brutstätte werde ich heute wahrscheinlich nicht machen. Daraus werde ich später einen Trank brauen. Das ist schön. Relativ lang für so einen festen Schlag, ne? Du bist wieder da. Mit den Lidkernen, wie ich sehe. Und die Ried? Ein Pirscher hat ihn gepackt. War nicht so schön. Und du hast ihn erledigt? Das gibt einen Bonus. Hier, dein Anteil. Verdient. Jo. Ich übernehme ab jetzt wieder. Die Reise verläuft ab jetzt glatter. Na gut. Der ist in Ordnung. Wächter, wertvolle Rohstoffe entdeckt. Ich brauche doch einfach nur Reinholz. Naja. So wertvoll war das jetzt nicht.
Jagdbrutstätten hier. Wollte doch schon sagen, das sieht doch ganz anders aus hier. Hallo Truthahn, ich bin schneller als du. Ja, wer nicht schnell genug ist, der hat Pech, ne? Der kommt in Aloys Säckchen. Das hört sich so falsch an. Okay. Okay, das sind einige. Da kommen sie. Ich weiß nicht, ob ich genug Schaden mache, um die zu one-hitten. Na komm her. Das ist ein Plünderer. Sag mir das auch einer. Ich dachte, das wäre so ein Wächter. Ist auch so ein Plünderer, ne? Ich hab dich voll getroffen, du Lappen. Ja, viel kannst du jetzt nicht mehr machen. Hast du ja deinen Rückgrat schon verloren. Gut, es war jetzt nicht perfekt. Aber es lief ganz gut. Ja. Das muss die Brutstätte sein, von der Dral geredet hat. Es muss einen Weg reingehen. Irgendwo. So, ich sammle noch mal ein bisschen Reinholz. Das hebe ich mir für später auf. Hier muss es irgendwie reingehen. Was für eine Tür. Aber wie kriegt man sie auf? Das ist so ein Überbrücker. Yo. Okay. Machen wir aber nicht mehr heute. Machen wir im nächsten Part. Macht's gut, Leute. Ich hab nämlich Hunger. Tschüss.